Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Project Zomboid mit dem guten Assreiter. Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Und dem Knolle spielt. Hallo. Ich muss meine Bandagen schon wieder auswechseln. So, ich muss hier noch irgendwie das Fenster loswerden. Du kannst mit F1 jederzeit... warum habe ich denn jetzt hier so viele tolle... Achso, Überlebenshandbuch einblenden. Alles klar, hat sich erledigt. So, wir sind bei der Holzfäller-Vereinigung. Genau. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Ich habe das Gefühl, hier werden wir auch erstmal bleiben, solange keine Zombies entdecken. Ja, würde ich auch so fast sehen, ne? Irgendwie habe ich sehr Hunger. Dunkel. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, es ist dunkel, ja. Ich habe den Lichtschalter gefunden. Machst du in der Halle Tada! Licht? Cool, okay. In der ganzen Halle Licht, auch krass. Gott sprach, es werde Licht. Und doch, er fand den Schalter nicht. Ja, so. So, ja. Sag mal, Ass, warum hast denn du keine Hose an? Ich habe keine Hose an. Was ist hier los? Hä? Du hast keine Hose an. Das kann's doch nicht sein, oder? Doch, du kurze Hose habe ich an, oder? Nee, das ist eine Unterhose. Das ist hier jugendfreies Fernsehen. Inventar von Ass. Habe ich noch eine Hose oder habe ich die? Ah, die habe ich glaube zerrissen wegen, war ich schon verletzt oder so? Kann das sein? Oh, hier ist ganz, hier sind ganz viele Drähte drin, ne? Stopfetzen habe ich nämlich schon. Ich entnehme gerade Schrotpatronen. Ich glaube, ich habe schon welche von. 12 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Hab den letzten. Hab ich jetzt alles genommen. Du kriegst nichts. Nee, den Pullover habe ich schon an, da ist ja das kleine Orange dran. Nee, ich glaube, ich hab die Hose zerrissen, um Stofffetzen zu haben, um mich zu bandagieren oder irgendwie sowas. Okay. Schauen wir mal weiter erstmal, ne? Was habe ich denn für Probleme? Ich bin auf jeden Fall sehr schwer beladen, extrem schwer beladen. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, das habe ich nämlich auch schon. Es droht eine Rückenverletzung. Ich fühle leichte Schmerzen, ich bin verletzt. Ja, dann lasse ich doch erstmal was fallen, was vielleicht nicht so wichtig ist. Die Bretter kann ich fallen lassen. Also ich gehe mal jetzt hier an so eine Kiste und hoffe, dass ich dann da... Ah, das Rolltor ist offen, sehe ich gerade, ne? Kann das sein? Ja. Kann man das zumachen? Weiß nicht, ob es da auch einen Schalter gibt. So. Badetuch. Ich hätte vielleicht wirklich nicht alles mitnehmen sollen. Achso, also ich habe eine Hose für dich. Okay. Ich habe jetzt mal, ich weiß nicht, das war natürlich die ich anhatte. Ja. Dieses Rolltor, ne, da ist so eine Kiste, eine einzelne im Raum. Die werde ich mal so als Lager benutzen. Was haltet davon sowas? Ja, okay, können wir auch machen. Dann nehme ich mir die ganzen Sachen wieder mit. Ja, ist die Frage auch, wenn ich lieber... Also ich weiß nicht, ob die Zombies sowas kaputt machen können halt, ne? Ja, aber es wird auch keinen Unterschied machen. Und ich ich habe eine Säge gefunden. Das ist gut. So. Also zumindest hatte ich gerade den Eindruck, als ob ich eine Säge gefunden hätte. Wie war das gerade eine Säge? Ein schönes Glück. Wie kann ich denn eine rübersetzen? Kann man die... Kann man eins, das nicht? Da steht da rechts daneben eigentlich. So, den Draht. Für Experten kann ich da erstmal reinlegen. Ein Küchenmesser. Also in die Kisten passt auf jeden Fall eine Menge rein. Ja, das ist es nämlich. Das habe ich mir schon gedacht. Taschentuch brauche ich gerade auch nicht. Ein Sandsack, der ist bestimmt auch sehr schwer. Ich habe zwei Taschen, aber würde gerne eine weglegen. Aber wie geht das? Rechts daneben stellen, die eins fallen lassen. Was? Rechts daneben stellen? Verstehe ich jetzt nicht. Wenn du auf das Item drauf gehst, dann steht da doch eigentlich alles fallen lassen und eins fallen lassen. Rechtsklicken oder was? Nee, du musst da hingehen, wo Gegenstand steht oder Kleidung oder was auch immer. Ach da, okay. Alles fallen lassen, eines fallen lassen. Ja, dann lässt das aber auf der Erde eins fallen oder was? Oder ist das darüber gewandert? Das legt ja automatisch in die Kiste dann rein, okay? Alles klar. Dann hat das ja geklappt. Ich hab auf die Bretter. Okay. So, ich habe auf jeden Fall eine Säge und noch eine Axt gefunden. Okay. Ich habe noch Bratpäckchen. Axt brauchtest du ja, ne? Genau, ja, ich hatte ja noch eine, ne? Aber eine zweite Axt schadet ja vielleicht nicht. Ja, so eine Ersatzaxt ist schon mal sinnvoll, ne? So, ich habe immer noch zu viel, dooferweise. Aber ich habe auch Hunger, dann werde ich erstmal was essen. Ja, was soll man essen? Hunger, minus 15, Gewicht, 0,3. Die Zitronen. Und ich habe noch eine Brechstange gefunden. Mhm. Oh, jetzt bin ich aber auch deutlich überladen. Ja, ich bin immer noch extrem schwer beladen, obwohl ich schon fast alles weggetan habe. Das wundert mich jetzt gerade. Oh,
Alter, hab ich mich erschrocken, das war laut. Auch erschrocken. Das war alles so harmonisch, ruhig und dann, bumm. Etwas unwohl fühle ich mich, auch geschön, ne? Geringfügige Schmerzen, ne? Also ich esse jetzt mal einfach die Zucchini und fertig. Ah, ich bin recht schwer beladen. Okay, es tut sich was. Ich bin jetzt nicht mehr schwer beladen. Okay, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Knolle, du, über deinem Inventarfenster stehen ganz rechts in der Ecke zwei Zahlen. Ne? Die rechte davon ist das, was du tragen kannst. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch. Genau, die linke ist das, was du quasi dabei hast. Okay. Ich habe gerade 22,87 von 40 Kilo, das ist auch ein bisschen viel. Ich habe 11,45 von... Ich glaube, ich habe da nur 10 oder 12. Was? Das ist ja ganz schlecht, ne? Und in die Kiste gehen 50 rein oder was? 65. 65? Bei mir steht da 50. Okay. Dann gibt's vielleicht verschiedene Kisten, das kann natürlich auch sein. Ach, okay. Nee, aber eigentlich nicht, weil da hat Knolle was reingetan und ich auch. Das habe ich auch gesehen. Oder ja, Knolle hat auch eine 50-Kiste, das kann natürlich auch noch sein. Ich hab einen Billard. Jetzt habe ich auch noch etwas Durst. Ich hab da auch was reingetan in die Kiste, ja. Lass da mal mehr reinfallen. Vielleicht gibt's noch ein Feuerzeug drin, ne? Nebenbei. Ganz wichtig wäre, dass wir für alle irgendwie Rucksäcke finden. Ich habe ja schon einen Rucksack. Stimmt. Ja. Ich habe einen Müllsack. Reicht das nicht? Ja, das ist ja auch schon ein Behältnis sozusagen. Dadurch kannst du auch schon, glaube ich, mehr mitnehmen. Ja, aber ich kann das nicht raus, ich kann ihn nicht rausrüsten. Nee, der Müllsack, nee, ich glaube beim Müllsack, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dient der irgendwie zum Craften oder so. Da bin ich mal nicht ganz sicher. Jetzt nehmen wir mal da vorne die Hose auf, meine Güte. Das wo ist denn die Hose? Ich liege weiter links. Da in der Halle am Ah, da hinten sehe ich sie, ja. Ich bin immer noch überladen. Warte mal, hast du mal vorher schon eine Taschenlampe? Ja, habe ich. Nee, ich glaube, ich habe eine auch ins Ding, in die Kiste gelegt. Ja, weil ich habe gerade eine Batterie gefunden. Wie kriege ich denn jetzt die Kiste aufgehoben, bitteschön? Ah, klappt schon. Rechte Maustaste. Ja. Kelle. Ein Sack mit Gips, der ist bestimmt richtig schwer. Und da steht auch das Gewicht dran, Ich habe auch Dünger jetzt. So. Besser? Ja, ja. Die sieht so dreckig aus. Ja, weiß nicht, was du mit deiner Hose machst. Boah, was soll man denn noch alles weglegen, ey, dass man leichter wird, ey? Du musst mal gucken. Jetzt hat er schon wieder die andere Hose ausgezogen. Meine Güte. Ist er zu inkompetent, die Hose, die er nicht anhat, abzulegen? Mann. Gibt's da auch schwere Sachen, die ich weglehnen kann? Wieso habe ich denn jetzt die Badetücher wieder mit? Die habe ich doch weggelegt. So, okay, das heißt, die Kiste hier. So, haben wir hier einen Wasserspender? Was liegt denn da jetzt vor der Kiste? Unten im Büro. Vor der Kiste? Ja, was liegt da? Rucksack oder was ist das? Ich habe wahrscheinlich alles fallen lassen, oder? Alles daneben gelegt, oder was? Oh nein. Kann ich wieder alles einsammeln. Ist jetzt gar nichts mehr in der Kiste drin, kann das sein, oder was? Doch, in der Kiste ist noch alles drin. Das waren die Sachen, die ich noch eben hatte. Okay, hier unten steht auch noch eine einzelne Kiste, wo ich hier bin. Da packe ich auch noch mal was rein. Okay. Chips, ich habe etwas Hunger, dann nehme ich mal ein Vierteltüte Chips. Ja, bin ich etwas gesättigt. Na komm, nehme ich nochmal eine Vierteltüte. Okay. Jetzt ist die Tüte leer. Okay. Der Hammer ist ganz schön schwer, sehe ich gerade. Ich glaube, den lasse ich dann lieber da in der Kiste. So, das träumt jetzt doch alles in der Kiste. Ja. Laken. So, jetzt hab ich schon zwei Müllsäcke. Ich weiß gar nicht, wo ich die hab. Hast du einen Mülleimer? Jetzt habe ich eine Plastiktüte. Die hatte ich eben noch nicht. So, ich muss... jetzt kann ich nichts mehr in die Kiste reintun, weil die voll ist. Oh, nee. 49,9, genau. So, Pausenklaus, willkommen zu dir. Hast du noch Platz in deiner Kiste? Ich hab noch Platz in der Kiste. Ich kann total langsam nur laufen, so ein Shit. Jetzt muss ich hier erst was trinken, sehe ich gerade. Ein Sack mit Gips, der ist richtig schwer. 5 Kilo. Ja, Plastiktüte 8, das muss ich jetzt hier dazwischen ziehen, oder wo war das? Dass er die ausrüstet, ne? Wie war das?
Wo ist der Wasserspender? Oder primär? Ist das irgendwie sekundär ausrüsten oder sowas machen? Ja, irgendwie, Oh Mist, ich brauche saubere Stofffetzen. Sonst ich probiere es mal. Schlechter. Ja, das sind war's. Unten in meiner Kiste saubere Stofffetzen. Ja, das habe ich eben gesehen, deswegen laufe ich hier gerade wieder hin. Nehmen wir erstmal 3 Stück. So, ich packe in die Kiste auch Nahrungsmittel und sowas rein. Also es ist jetzt leider ein bisschen durcheinander dann, aber... Ich habe eben auch alles reingepackt, was ich finden konnte. Ich lege auch Bücher noch rein. Also ich lege so ziemlich alles rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Ich habe 2 Hämmer. Wir haben hier sogar ein Waschbecken drin, habt ihr das gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt das da rüberpackt bei mir. Du musst auf die Kiste klicken und dann musst du auf rüberpacken. Halt. Ja, ich sehe, wie es rechts reinkommt, die Taschenlampe jetzt zum Beispiel. Das packt ja alles rüber, aber wenn ich weggehe, habe ich es glaube wieder. Aber die Maschinen kann man nicht benutzen, oder was? Also ich mache das mit rechter Maustaste auf den Gegenstand und dann in Behältnis legen. Okay. Das ist aber ganz schön dunkel hier. Was ist denn das? So eine Schrotflinte haben wir noch nicht gefunden. Ach. Ich bin lebensgefährlich verletzt. Was machen wir denn dagegen? Oh, du bist doch der Arzt von uns. Der Arzt weiß nicht, was er tun soll. Wenn du Bandagen brauchst, Stofffetzen sind in der Kiste, wo du vorstehst. Ich habe 7 Stofffetzen da, aber irgendwie ist das wohl nicht das Erlebnis für mich. Du kannst aber, wenn du auf das Herz klickst, ne, kannst du sehen, welche Verletzungen du hast und was dagegen hilft. Ja. Bandage entfernen, nee. Rechter Oberarm steht da. Oh, hast du da eine Bandage dran? Ja. Dann musst du, die musst du wechseln, ne? Die werden schmutzig und dann infiziert sich das. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viele Hammer. Ah ja, okay, jetzt wird's auch grün. So, und die schmutzigen Bandagen nicht wegwerfen. Ich habe mir sagen lassen, die kann man in waschen, desinfizieren. Kann man waschen, das habe ich auch schon gesehen. Ich bin tot, super. Oh nee. Was? Ah, super. Wow. Hat's mich gerade erwischt. Ich bin Zombie, pass auf. Das hat ja gut geklappt. Der bringt mich um. Der Zombie bringt mich um. 2 Zombies laufen hier noch rum. Sonst shit aber auch, hä? Verräter! Ich hab den Asthma getötet. Ja, danke. Ich nehme das mal alles ab. Mich von diesem Übel befreit, finde ich nett. Vor allen Dingen, du bist direkt wieder aufgestanden, ne, als Zombie. Ja. Fand ich schon krass, ne? Kein Wunder, dass du überladen bist. Ja, ich wollte es loswerden, aber... So, okay, das heißt, ich bin jetzt hier raus. Auf ein neues, oder wie ist das? Ja. Gut, dann... Du wirst wahrscheinlich ja das Holzfäller-Ding wieder finden, oder? Ich will's hoffen. Ich verbinde mich jetzt. Jetzt kann ich wieder auswählen, ist das richtig? Ja, du musst jetzt eigentlich einen neuen Charakter machen. Ja, ne? Der Obo war der Richtige, ne, oder? Ja, ich glaube schon. Kann man das irgendwo sehen, wo wir hier, auf welcher Map wir spielen? Bin mir nicht sicher. Ja, das ist die Schwierigkeit, ne? Aber ich glaube, wir hatten das obere genommen. Ja, ich meine auch. Ich glaube auch, weil es einfach auszusprechen war. Aber wir haben es eh nie gesagt. Also haben wir schon sehr viel Fortschritt gemacht. Pullover, Hose, Schuhe habe ich an. Wunderbar. So, okay. Ich gehe mal gerade. Ach so, scheiße, ich muss unbedingt was trinken und was essen. Ich habe noch was zu trinken. Nee, ich hab beides noch. Passt. Oh, mein linker Unterarm ist geheilt. Ja! Ich muss ihn jetzt nicht mal managieren. So, weiter geht's. Schön. Ich habe deinen Schlüsselbund hier auch mal reingelegt. Ich weiß nicht, wofür du den brauchst, aber das hättest du ja nicht mitgehabt. Ja, irgendwie sind meine Speicher natürlich jetzt vom Charakter weg. Etwas doof, aber egal.
Flasche mit Mayonnaise. Achso, ich dachte, das wäre eine Glühbirne. Warum habe ich denn da gedacht? So, ich glaube, es macht Sinn, dass wir dann hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen erkunden oder so, ne? Oder? Er zieht wieder die Hose aus, die er hatte. Ja, das wäre gut. Kochen für Anfänger, oder? Ich hab hier kann ich gleich mal gegen Langeweile lesen? Ich habe mir doch schon eine Hose gewidmet. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Kochbuch da nicht gegen Langeweile hilft. Ja, echt vielleicht nicht, aber vielleicht Nee, ich habe das Kochen für Anfänger ja auch schon gelesen und da sagte er mir irgendwann, du bist ziemlich gelangweilt. Oh, verdreckte Bandage. Bandage entfernen, jawohl. So, welche Kiste nehmen wir denn jetzt? Tja. Ich bin dafür, wir nehmen in dem Raum, wenn man da reingeht, die Kiste, die so direkt an der Ecke steht. So, wie nehme ich denn aus dem Behältnis, also aus der Kiste jetzt hier, eine einzelne Bandage raus, also einen einzelnen Stoffwetzen. Du gehst dahin, ach so. Wo... Ja, ja, hat sich erledigt. Hab schon gefunden, danke. Okay. Einfach mit rechter Maustaste drauf, ne? Dann hast du die Auswahl. Ja, du kannst auch, wo Waffen oder, also wo diese eben halt, wo dieser, die Kategorie steht, kannst du auch einfach sagen, nimm eins oder nimm alles. Ah, okay. Oh, hier sind Vitamine. Mhm. Und Weißwein, ja, was der eben alles mit dir umträgt. So, das können wir zumachen. So, ich lese jetzt mal Kochen für Anfänger. So. So, 0 Punkte habe ich, ich habe was gemacht und ist gut. So, dann bin ich kühl, gucken, es ist ein wenig kühl. Oh, ich habe keinen Pullover an. Das ist die Endzeit. Hä, wieso hat er den Pullover abgelegt? Der ist doch doof. So, mein zweiter Charakter. So schnell kann's gehen. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier alles so Nettes ist, ne? So, jetzt brauche ich was gegen Langeweile und mir ist kalt. Ein Videospiel kann ich mitnehmen. Das ist vielleicht gut gegen Langeweile. Das könnte so natürlich sein. Ich weiß nur nicht, ob man es gebrauchen kann, ne? Oh, ich habe übrigens eigentlich einen relativ coolen Lagerplatz gefunden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wo denn? Wenn du an das nordwestlichste Ende der Halle gehst. Nordwesten? Ach so, du meinst die Spins? Ja. Ach so, ja, da war ich schon. Hab schon alles rausgenommen. Deswegen sind die alle leer. Aber die können halt, also die stehen A, alle zentral halt, ne? Ja. Und da kann jeder 65 Kilo tragen, also bei mir zumindest. Okay. Okay, hast du irgendwas vielleicht, was einem entlangweilt? Nee, leider nicht. Kann auch eine Axt nehmen und Zombies töten. In der Kiste unten, da müsste ein Magazin drin sein. Okay. Das ist gegen Langeweile. Also, ich möchte jetzt erstmal auch was zu essen und zu trinken haben. Ach so, nee, ich habe das Magazin habe ich doch nicht da reingelegt, das hat schon im Inventar. Warte, das kann ich dir fallen lassen. Ach, ich bin sogar gesättigt. Aha. Wenn man Orangenlimonade trinkt, ah, cool. Lesen. Genau, das hilft auf jeden Fall gegen Langeweile. So, ich gehe hier mal rauf. Etwas kleiner, so. Kann ich das... Oh, er hat das Magazin kaputt gemacht, oder was? Ja. Der ist doch doof. Das kann man nur einmal lesen, hilft nur einmal gegen Langeweile. Hier ist braun drin, nee, das brauchen wir auch nicht. Antidepressiva. Danke. Ich kann nicht lesen. Ich weiß nicht, ob ich drauf stolz sein soll. Shit, da ist auch nichts drin hier. Doofes Schlafzimmer mit nichts drin. Oh, hier sind Klebestreifen und Stacheldraht. Ja, die Kisten habe ich noch nicht alle leer geräumt gehabt. Ich hatte dann nur das. Pinsel ist hier noch. Zelthering. Okay. Ich weiß nicht, was du unter Leergeräumt verstehst. Ja, im Schlafzimmer war nichts drin. Aber ich bin auf einmal so schnell, ey. Es kommt. Ach, es geht ja noch nach oben. Ja, da so. Ist aber nichts. Egal. Eine Treppe gibt's in dem Haus nicht gesehen. Und ich werde jetzt mal rausgehen, denke ich dann. Oh, okay. Wir sind übrigens bei 20 Minuten angelangt, ne? Ach, oh, dann müssen wir, ne? Ich bleib dann im Safehouse bleiben. Ja, ich gehe im Safehouse jetzt rein ins nächste und dann können wir das. Das ging ja wie ein Flug.
So, ich habe einen Spaten gefunden. Habe ich schon. Ah, da ist schon einer in der Kiste. Aber damit können wir bestimmt. Damit können wir bestimmt Felder machen. Tür, geht das? Ah, ist abgeschlossen. Schade. Ich gucke mal zu, dass ich gerade noch ein weiteres Haus vielleicht schaffe. Dann kann es sein, Knolle, dass ich gerade die Kiste, die du befüllt hast, leer räume. Das ist die letzte, das ist die erste Kiste, die da, also die letzte, die einzige, da unten auch bist du zu. Ja. Da habe ich den Rest eingeräumt. Gehe ich wohl genau. Wieder in das Haus zurück, wo ich war, und dann machen wir den Safe. Ich habe alles eingeräumt und du räumst wieder alles aus. Ist das eine Tür? Ich schon versuchen. Ach du, ach, wir haben ein ganzes Badezimmer. Wenn man Chaos Toilette trinken, nee, lass mal lieber. Hier ist eine tote Maus im Schrank. Lecker. Vitamine, Zahnpasta, Quietschend. Ah. Das kann man eigentlich alles drin lassen. Und die Receiver zweimal, ja, das kann man. Cool, da kann man sogar das Laken anbringen. Und dann kann man Vorhänge zuziehen. Ist ja interessant. Okay. Oder? Willst du mal was Hässliches sehen? Nee. Egal. Ich will keinen Spiegel. Also ja, das also Bild hätte ich auch weggeschmissen. Ich habe schon zu viele geladen, aber ich bin jetzt in einem Haus. Warte mal, ich gehe mal hier in ein Zimmer rein, wo kein Fenster ist. So, wunderbar. Gut. Ja. Ist ein Fan. Dann, super. Würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.